dich bloß nicht mit mir an. Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Die ist von Clan Kelly. Das wird wohl dann besser funktionieren. Jetzt mit der rumzulaufen und dann da reinzugehen, dann werden die kleinen Kellys nicht böse. Und dann kann ich irgendwie die Drogen nur schnell kaputt machen. Wir brauchen mehr Schlitzohren wie dich bei uns. Leute, die sich gern die Hände schmutzig machen. Hammer! Echt krass! Wann geht's los mit dem Verkloppen? Und ob. Und ob, genau. Anstatt zu sagen, jetzt gleich, sagt er und ob. Das passt für mich so ganz. Was könnt ihr denn so alles retten bei euch? Verbesserte Tarnung. Dingens. Ah. Lohnt sich eigentlich für keinen Stress jetzt wieder zu machen. Also, weiter geht's. Nicht zu verarschen. Vom Taxi. Mach dein Ding, Homie. Ab ins Landgebiet, Drogen zerstören. Suche ein. Ich war so frei und habe mir die Ladeverzeichnisse angesehen. Clan Kelly hat 3 Kisten übernommen, die aus Kairo kamen. Und wahrscheinlich vollgestopft mit Kronos X, oder? Dann jagen wir das Zeug mal zur Hölle. Die Kisten haben einen Schutzmechanismus, der bei unsachgemäßer Behandlung Nervengas freisetzt. Ziemlich kreative Idee. Normalerweise setzen sie doch auf stämmige Typen mit stumpfen Waffen. Okay, nicht anfassen. Meine Spezialität war eh schon immer mehr das Zerstören. Gut. Wissen wir das auch schon mal? Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir hier einen vernünftigen Zugang? Ich glaube, ich muss wieder mit einer Frachtdrohne hier rein oder so. Lass mich doch mal schauen, wenn der Eingang hier gerade nicht funktioniert. Ach, hier ist doch ein Haupteingang. Nehmen wir den doch. Ich gucke nur mal gerade ganz schnell, was sie denn hat. Sie hat eine Pistole als zweites. Das ist nicht so gut. Da geben wir ihr dann doch noch... So. Eine schöne Schrotflinte. Und eine rosa Maschinenpistole. Das ist doch super. Als Gerät geben wir eine Kampfdrohne. So. Okay. Ich bin bereit. Seid ihr bereit? Ja. Zerstöre die Kronos X-Kisten. Die nächste Nebenmission. Sehr gut. Ja, was können wir denn jetzt hier alles machen? Wir können hier Geld mitnehmen. Eine Audiodatei, Technikpunkte, ja, machen wir alles, ne? Wenn schon, denn schon. Lohnt sich doch. Oh, der scheint wichtig zu sein. What? Elite Spider-Geschütz. Was ist das denn geil? Der sieht ja mal richtig wichtig aus. Blöd ist, der steht da genau bei den Kisten. Der darf eigentlich nicht weitergehen. Würde ich zwar gern rekrutieren, aber sieht schlecht für ihn aus. So, was soll ich jetzt damit machen? Die Luft hier an, ne?
übernehmen. Habt ihr irgendwas gesehen? Wir doch nicht schwerer als unbedingt nötig. Ja, komm. Okay. Dann holen wir uns den jetzt da. Ist das diese Kampfdrohne? Kelly ohne Frau nicht. Alle Gegner weg. Außer sehr gut. Na, ich treffe ja wieder super. Das waren alle. Jetzt sind die Straßen ein winziges bisschen sauberer. Mach dich aus dem Staub. Machen. Alles ist etwas sauberer, keine Drogen mehr, das ist auch schon mal super und dementsprechend können wir jetzt Geld einsammeln. Wo ist denn das Geld? Das Geld ist da unten drin mal wieder. Na super. Heißt, wieder ein wenig Rätseln, wie wir ans Geld kommen. So kompliziert ist, ein bisschen Geld aufzusammeln, dann müsste es ja viel sein, oder? Ja, 186 ist nicht so viel. Aber die Drogen sind erstmal zerstört. So, jetzt holen wir uns noch die Technikpunkte. Haben wir das gleiche Problem. Müssen wir auch erst irgendwie reinkommen. Und dann haben wir noch Audio-Files. Da liegen sie. Die nehmen wir einfach mal so mit. Hallo, Mrs. Kelly?
Hier spricht Mr. Forster, Kurator beim London Museum. Ja, wir haben über die Artefakte gesprochen, die Ihr Team in Finsbury gefunden hat. Das Board hat entschieden und beschlossen, Ihr Angebot anzunehmen, die Artefakte für uns zu beschützen. Im Austausch gegen eine monatliche Gebühr. Vielen Dank, Mrs. Kelly. Okay. Die Artefakte zu beschützen, diese Dinger hier, da haben sie irgendwas ausgegraben. Was das jetzt Besonderes war, weiß kein Mensch. Aber immerhin. Die beschützen sie und ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Irgendwo da oben lang, würde ich sagen. Da muss ich doch vielleicht wieder mit diesem gekaperten Ding noch ein bisschen weiter runter. Ja, ich war doch hier dran schon. Ich glaube, ich muss hier einmal komplett um diese Baustelle rum. Um an die Technikpunkte zu kommen. Oh, Wasser ist, glaube ich, nicht gut für diesen Bot. So. Sieht gut aus. Und, jawohl. Da haben wir wieder 10 Technikpunkte. So läuft das doch wunderbar. Aber mit 10 kann ich nicht anfangen. Ich brauche mindestens 25 mittlerweile. Also, ich habe jetzt schon etwas mehr an höheren Skills, deshalb kosten die etwas mehr. Okay, wie komme ich denn jetzt an das letzte Geld da? Credits sind immer wichtig. Ich muss nämlich 100.000 Credits für Dings ausgeben. Für Kleidung. Für und ja, 100.000 muss man erstmal zusammenkriegen. Das ist ganz schön. So, auf dieser Höhe müsste Geld liegen. Da drin. Dann jetzt. Oder? Doch, da drin. War ein bisschen hell, nicht zu sehen so gut. Wunderbar. Dann wird die Tent kommen. Ah, ne, da liegt noch. Ach, das ist dann sogar ein Tresor, würde ich sagen. Dann holen wir uns kurz den Key hier von dem Laptop. Sehr gut. Und wenn man 100.000 braucht, das ist nix, ne? 200. Muss man sagen. Tja, geschafft. Das mit dem Vorrat wäre erledigt, aber die Versorgung steht noch. Dabei kann ich helfen. Clan Kelly erhält das Kronos X von einer Vermittlerin in Kairo, Abby Tran. Ich habe über eine Quelle erfahren, dass sie die letzte Lieferung begleitet hat. Dann finden wir sie vielleicht bei der Werft. Dieser Müll darf nicht auf die Straßen kommen. Super. Wieder eine Nebenmission erledigt. So kann's gehen. Und schon wieder eine neue Mission bekommen. Aber jetzt machen wir mit der Hauptmission weiter. Das ist die Werft, in der Clan Kelly das Kronos X bekommen hat. Finden wir Abby Tran und stellen sicher, dass sie keine Deals mehr vermittelt. Ich habe mir diese Droge angesehen. Sie wurde fürs Militär entwickelt. Niedrig dosiert verbessert sie die Reflexe, senkt die Reaktionszeit, verwandelt Soldaten in Killermaschinen. Echt krass, Mann. Klingt, als wollten die Kellys ihre Crew aufpimpen. Auf die schlimmstmögliche Art. Jo, viele wieder interessante Sachen. Für 49 kann man aber mal ausgeben und so. Alles, was unter 500 ist, wollte ich eigentlich dann auch mal alles kaufen. So, und das war schon wieder mit dem Geld. Mann, Mann, Mann. Man findet immer wieder schöne neue Läden und hat immer wieder zu wenig Geld, um die zu plündern. Ist wie im echten Leben. Ach, guck mal, alles in Gold hier. Mann, das wäre ja genau meins gewesen. Aber nee. Oder gelb. Das ist ja gar kein Gold. Aber die haben ja richtig viele unterschiedliche Cappies hier und so.
Ja, cooler Laden. Aber das war's erstmal. Gut, dann jetzt geht's weiter mit der Hauptstoryline. Also wir machen jetzt hier nicht Caitlins Aufgaben weiter oder die von Note oder die von 404 oder die Barnacle Arena Liga, sondern wir machen Albion Insider weiter. Erkunde den Tower of London. Jetzt geht's in eine, ja, coole Location. In den Tower von London. Eieiei, wisst ihr, was das ist? Da sind die Kronen, ne? Und so weiter alles. Die Kronjuwelen und so. Da muss man schon ein bisschen, ne? Das wird schwierig. Da ihr Untersuchung von Mary Kellys Operation auf Eis gelegt wurde, da ihre Untersuchungen von Mary Kellys Operation auf Eis gelegt wurde, untersuchte DedSec stattdessen Albions Rolle im Zero-Day-Terroranschlag. Sie kontaktierten Amish Boley, das habe ich beim letzten Mal gemacht, einen ehemaligen Schützling von Nigel Cass und aktuell ganz oben auf Albions Abschussliste. Er enthüllte Infos von einer Quelle innerhalb Albion. Cass wird bei einem Geheimtreffen in Albion Hauptquartier ein neues Projekt vorstellen. Infiltriere den White Tower und belausche das Meeting. So, jetzt gehen wir also hinein in den Tower, aber nicht mit ihr hier, weil die ist nicht von Albion. Da finde ich doch schon besser, wenn das dann auch einer ist, der zu dem Team gehört. Ich meine, ich könnte jetzt auch hier so eine Attentäterin nehmen oder so, ne? Dann wäre es ein bisschen agentenmäßiger, so in den Tower einbrechen, aber ich glaube, mit dem hier haben wir die besten Chancen. Ich bin mir natürlich nicht sicher, also es kann jetzt auch schief gehen, aber ich hoffe schon, dass wenn du das sagst, eingestöpselt und geladen, Bro. Dass der da was leisten kann, hoffe ich mal. So, da müssen wir mal in die Nähe porten, das ist relativ weit weg. So, da ist der Tower. Da müssen wir auch rein für hier das Gebiet, ne, für Tower Amlets, hier das zu übernehmen irgendwann. Dann machen wir also beides in einem Rutsch. So. Wie gut das jetzt klappt oder nicht, das kann ich euch nicht sagen. Wie viele Wachen das sind. Im Tower sind natürlich extremst hohe Elite-Wachen. Die passen natürlich schon auf die Krone von der Königin auf. Ob das heute noch so ist, also hier in der Zukunft, wo wir gerade sind, oder nicht. Tja, vielleicht wäre ich auch besser mit dem Moment. Ich habe doch auch so ein Buckingham Palace. Nigel Cass Treffen beginnt gleich. Nähere dich dem Tower of London, wenn du bereit bist. Ich guck mal, was da jetzt rein darf. Doch, Albion darf rein. Ich hätte nämlich auch noch so eine uniformierte Wache vom Buckingham Palace. Aber nee, wir machen das so. Komm, auf geht's mit Albion. Buckingham Palace passiert. Was müssen wir denn da machen? Wie kommen wir denn da rein? Wie läuft denn das hier? Wo sind wir denn? Machen wir eigentlich den ganzen Tag. So. Wenn wir Glück haben, wissen sie noch nicht, dass du die Springerstiefel an den Nagel gehängt hast. Setz einfach dein harmloses, dem System ergebenes Gesicht auf. Oh, und vergiss deine Uniform nicht. Genau, das machen wir jetzt auch so. Fahren wir mit dem Teil hier ein bisschen durch die Gegend. Ich muss mal erstmal raffen. So. Die Mauer ist nicht zu hoch, da dürfen wir reinkommen. Schön ran. Sehr gut. Und hoch geht's. Das Teil steht ein bisschen schief. Okay, so geht's nicht. Dann so. Warum kriege ich... Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Hoffentlich kriege ich die Lücke übersprungen. Wollte ich gerade noch so sagen. Und nein, es hat nicht funktioniert. Das war's dann wohl.
Versuch es nochmal. Versuch Nummer 2. Komm nicht näher an die Mauer. Das ist ja blöd. Warum steht das Ding denn so schief? Also, jetzt hätten wir so schön hier ganz gechillt in den Tower einbrechen können, haben sogar so ein Teil hier extra, um da hochzukommen, und dann kommt das Teil nicht nah genug an die Mauer. Ich weiß immer nicht warum, das ist irgendwie, das steht halt schief da. Hier steht es glaube ich ein bisschen näher dran. Ach, trotzdem wieder knapp. Aber geschafft. Ja, das war jetzt eine knappe Sache, ne? Komm, geh ich nicht. Ich will nicht kaputt. So. Wir sind in der Nähe vom Tower. Fast dran, ne? Wir sind drin. Huiuiui. Schon mal noch kurz die Knete. Nicht. Wo ist sie denn? Das Geld. Und wie liegt denn das Geld? Da. Super. Da oben ist der Weg. Da dürften wir jetzt theoretisch sofort hinkommen, oder? Nee. Da unten ist der. Ich sehe mal nach. Was ist denn jetzt los? Oh Gott, Leute. Ihr braucht mir doch jetzt nicht den uniformierten Zugang zu erklären, ey. Ja. Sieht super aus. Deine Ex-Kollegen werden dich nicht bemerken, wenn du sie nicht so genau hinschauen lässt. So. Widerstand vergrößert. Schick mir Verstärkung. Drohnen wurden entsandt, um die Zielperson festzunehmen. Offenbar war dieser widerliche Nerd diejenige, die dem Stadtteil die Hilfslieferungen entzogen hat, damit alle schön brav auf Albion hören. Heutzutage kann man mit einer Tabelle mehr Schaden anrichten als mit einer Drohnenflotte. Echt klasse. Große Drohne mit der kleinen. Dann die kleine noch mit der kleinen. Aha. So. Schade, die schießt zu lang beim Drohnen. Aus.
Nee, ich will noch nicht rein. Nein, 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 ich will noch draußen hier ein bisschen was erledigen. Ich hab ihn eben noch gesehen. Ah, schade. Ging zu schnell. Ich habe ganz kurz gedrückt gehabt, aber hab gedacht, komm, jetzt brech das nochmal ab. Ja, und dann war es das mit dem Abbrechen. Dann müssen wir wohl einmal hinein in den Tower. Okay, wir sind drin. Eine Warnung, jetzt wo wir drin sind. Eine Störung reicht und Nigel Cass wird sein Treffen absagen. Lass dich nicht von deinen früheren Kollegen entdecken oder die Operation ist gelaufen. What? Ja, wie soll ich das machen? Ja, in diesem Stockwerk hat Nigel nichts Wichtiges. Du scheinst eine Menge über ihn zu wissen. Mehr als die meisten. Naja, ich war auch bei Albion, falls du das noch nicht gerafft hast. Cass und ich waren Freunde. Ich habe ihn bewundert. Er war unglaublich. Ein Technikgenie. Und ich stand total auf so Zeug. Tja, ich wollte sein wie er. Darum habe ich mitgemacht. Ach, verdammt. Habe erst später rausgefunden, dass er ein scheiß Killer ist. Für diese Tür braucht man offensichtlich einen Sicherheitsausweis. Echt klasse. Nutz einen der Computer in der Nähe für deine Fälschung. Sei vorsichtig. Du willst nicht wissen, was Nigel mit Eindringlingen macht. Mr. Cass, ich kann das Büro des Commissioners nicht erreichen. Erschienene Zeit. Egal, das wird nichts ändern. Das werde ich nicht zulassen. Verdammt, noch ein Idiot, der weiß, was getan werden müsste, aber sich von Emotionen abhalten lässt. Seine Anwesenheit ist noch geplant. Möchten Sie ihn streichen? Nein. Trotz allem müssen wir mit der Regierung zusammenarbeiten. Schicken Sie ihm Security, damit er kommt. Lassen Sie es wie ein Privileg aussehen und setzen Sie ihn beim Meeting in die erste Reihe. Wenn wir ihn kriegen, werden die anderen ihm sicher folgen. Lustiger Bildschirm. Es wird etwas dauern, bis die Fälschung fertig ist. Zur Beschäftigung habe ich hier ein paar Bilder und eine Aufnahme aus der internen Untersuchung zum Tod von Cass Senior. Zeig mal. Internes psychologisches Gutachten. AS-001, Cass, Nigel. Mr. Cass hatte ein traumatisierendes Erlebnis, als er den Mord an seinem Vater Gareth Cass, CEO von Albion, mit ansehen musste. Schon bald nach dem, was er Ereignis nannte, entwickelte er entsprechende Symptome. Mr. Cass litt anfangs unter Schlaflosigkeit, Paranoia, Schuldgefühlen und Albträumen. Mit der Zeit konnte er seinen Zorn und die von ihm beschriebene Kraftlosigkeit in seine Arbeit kanalisieren, um Albion zu einem, Zitat, Mechanismus zur Früherkennung unberechenbarer Gewaltakte zu transformieren. Es ist eine Art Manie an der Schwelle zur Psychose. Ich habe Bedenken, ob Mr. Cass in der Lage ist, ein multinationales Sicherheitsunternehmen zu leiten. Doch ich kann zu diesem Zeitpunkt keine weitere Empfehlung treffen, als die, ihn weiter zu beobachten. Vor allem, da ich aufgefordert wurde, seinen Fall zu schließen. Fuck, da kriege ich fast Mitleid mit ihm. Oder nein, doch nicht. Er ist ein Arschloch. Ich kann nicht glauben, dass der für die Sicherheit Londons sorgen soll. Tja, Nigel stand eigentlich nie jemandem nah, außer seinem Dad. Und mir vielleicht. Er hat den Menschen nie wirklich vertraut. Also, der Pass ist bereit, aber mehr schlecht als recht. Wenn diese Widerstandsgeschichte nicht funktioniert, solltest du dein Geld nicht mit Dokumentenfälschung verdienen. Probieren wir es trotzdem. Nigel Cass wartet. Okay. Dann gehen wir nochmal hinein. Diesmal mit einem Pass. Das sind aber viele Wachen. Dass es gut geht. Da läuft sie, die Wache. Kann ich hier noch mal abnehmen? Ja. Das ist auch wichtig. So.
Wie läuft's so? Mr. Cass weiß, was er tut. Leicht angespannt. Es geschah, seine Anweisung zu hinterfragen. Ich hinterfrage seine Scheißanweisung nicht. Ich weiß, aber wenn ich das verpfusche, verzögert sich das Projekt bis... Ich glaube, wir haben es geschafft. Willkommen bei Projekt Themis, unsere neuen autonomen Drohnen. Diese Drohnen identifizieren, isolieren und terminieren Bedrohungen, bevor sie Schaden anrichten. Sie können überall hin, sehen alles. Sie töten ein Ziel allein in einer Gasse oder in Menschenmassen mit perfekter Präzision. Themis-Drohnen können tun, womit Menschen immer Probleme hatten. Handeln. Unverzüglich und entschlossen. Ohne Ihre Unterstützung könnte ich nicht hier stehen und Ihnen sagen, nein, Ihnen versprechen, dass mit dem Start von Projekt Themis London die erste Stadt der Welt sein wird, die wirklich sicher ist. Mr. Cass, ich hatte gehofft, Sie hätten uns hergeholt, um über die moralische Seite zu reden. Nein, schon okay. Der Commissioner macht sich Gedanken, so wie wir alle. Ich schätze seine Leidenschaft und Hingabe. Reden wir darüber. Nun, zum einen, Themis geht weit über Albions Mandat hinaus. Wir sollten die Regierung wirklich stärker einbeziehen. Verstehe, Start verschieben, um über die Details zu reden und sie einzuordnen. Die menschliche Seite wird außer Acht gelassen. Ich kann den Verteidigungsminister anrufen. Jetzt sofort. Wenn Sie drauf bestehen. Die menschliche Seite hat uns erst in diese Situation gebracht. Jetzt wird nicht mehr geredet, gezögert oder gerätselt. Bitte verstehen Sie. Ich lasse nicht zu, dass jemand, mich eingeschlossen, Themis sabotiert. Also, werden unsere Freunde bei Tidus bereit sein? Sie sind schließlich ein Stützpfeiler dieses Projekts. Müssen Sie noch irgendwelche Dritte konsultieren? Nein. Wir werden bereit sein. Und gerade zur rechten Zeit. Kriminelle beherrschen unsere Straßen. Illegale bedrohen unsere Familien und der Polizeikommissioner selbst wurde von Terroristen ermordet. Entschlossenheit ist schwer, aber das Beste ist, sobald die Entscheidung getroffen ist, muss keiner von ihnen mehr etwas tun. Achtung! Aufgrund eines Datendiebstahls wurde eine gebäudeweite Razzia angeordnet. Ich hatte dich wegen der Fälschung gewarnt. Deine Uniform wird helfen. Sie dürfen dich nur nicht zu genau ansehen. Bagley, ich brauche einen Ausgang. Die Katakomben. Ja, also ich hätte ja gesagt, wir hätten ihn auch wieder schießen können, aber leider nicht. So, wir müssen raus hier aus dem Ganzen. Ganz schön. Hektisch angehen. So. Jetzt räumen wir mal hier auf. Wie so ein Blöd dran nach.
Ja, aufgehoben. Dann gehen wir mal runter. Da soll wohl irgendwo noch eine Texte sein. Sie ist selbst auf seine eigene Granate gelegt. Okay. Jetzt sind hier natürlich noch viele Sachen im Tower, aber ich glaube, wir müssen hier jetzt einfach mal raus. Schade. Sogar den Chef von einem kriegen wir nicht. Ja, bin geschafft.